herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika mit ihrem technischen Sachverständigen Briegel, dem Busch, und ihrer reizenden Gastgeberin Chili, dem Schaf. Und hier ist ihre zauberhafte Moderatorin, hier ist Chili, das Schaf. Willkommen, bienvenue, welcome zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika. Vergesst alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, denn wir präsentieren euch heute das einzig wahre, unübertroffene Quizspiel Fragenzwirn fürs Superhirn. Raus! Dieses außergewöhnliche Spiel ist für drei Personen gedacht, zwei Kandidaten und einen Moderator. Und es ist das erste Mal, dass ich, Chili, eine tolle Sache erfunden habe. Jawohl. Also bitte, Briegel, streng dich an, denn heute verkaufen wir was. Ich werde der beste Quizmaster in der Geschichte des Fernsehens sein. So, aus dieser Quizbox mit vielen Fragen aus aller Welt und aus allen Wissensgebieten stellt der Moderator Fragen an die Kandidaten. Ein chilischarfes Spiel für zu Hause. Und wir führen es euch jetzt vor. So. Kandidat 1, ziehst du bitte jetzt einen zweiten glücklichen Kandidaten? Mach ich doch gern. Ja. Mal gucken, wer mein heutiger Lieblingskandidat es ist Bernd das Brot. Yes. Ich bin nicht da. Natürlich bist du da, Bernd. Na gut, dann habe ich eben Kopfschmerzen. Aber Kastenbrote haben keinen Kopf, Bernd. Mist. Obwohl, habe ich nicht nur Kopf? Ist wohl Ansichtssache. Welcome zu unserem spannenden Spiel Fragenzwirn fürs Superhirn. Tada! Was mit Sicherheit sehr spannend wird mit einem Kandidaten ohne Kopf und somit ohne Hirn. Also, tä, dann kann es ja jetzt losgehen. Der glückliche Gewinner ist der mit der höchsten Punktzahl. Das ist ja mal was ganz Neues. Hey, das ist eine super Regel. Also Ruhe da drüben. So, jetzt wird es spannend. Hier ist die erste Frage. Sie lautet: Wie heißt der Kanal, auf dem Fragenzwirn fürs Superhirn im Moment gesendet wird? Kika! Yeah. Ja! Tätätä! Sehr gut, sehr schön! Das ist völlig richtig! Und damit sind es die ersten 100 Punkte für unsere Favoritin Chili! Ja! Und weiter geht's! So. Ja, die zweite Frage. Und da ist sie schon. Welcher Buchstabe fehlt in diesem wirren Wortsalat? Es fehlt das A. Es muss heißen Chili das Schaf. Hallo? Ich, Das bedeutet wieder 100 Punkte für unsere Favoritin Chili. Yippie! Und damit ist der Vorsprung kaum noch einzuholen. Ohne Kopf und vor allem mit viel zu kurzen Armen. Damit dürfte es gleich wieder spannend werden. Wir kommen zur dritten Frage. Ja! So. Die letzte Frage in unserer Highspeed-Runde lautet: Welches Brot ist das einzige, das nicht ausschließlich aus Sauerteig besteht? Wie ist die da reingerutscht? Mist. Toastbrot, oder? Ja! Sehr gut, sehr schön! Das ist. Ich habe keine Lust mehr. Spielverderber! Ich komme nicht an den Basser. Ja, Moment, das hättest du doch früher sagen können. Ich sage gar nichts mehr, denn ich bin ein Brot ohne Kopf, mit zu kurzen Armen, das keiner hört, wenn es spricht und zu guter Letzt ein Spielverderber ist. Moment! Es soll sich keiner ungerecht behandelt vorkommen. Das haben wir gleich. Kleine Sekunde. Ich darf stolz präsentieren den Gleichberechtigungshelm Handicap für Kastenbrote. Japp!
Wundervoll! Und nun kommen wir schon zur zweiten Runde dieses spannenden Spiels. Ich freue mich schon so arg. Da ist sie schon, unsere erste Frage. Sie lautet: Wie heißt das berühmte Sprengmittel, für das es sogar einen Nobelpreis gab? Ach, Bernd, was machst du denn da? Du fragst, was ich da mache? Dynamit, ist doch klar. Ja, das ist richtig. Es ist sensationell. Das bedeutet die Verdoppelung der erreichten 300 Punkte auf 600 Punkte. Ja, tä. So, Bernd, jetzt mal im Ernst. Du kannst mit einer Joker-Runde Chilis Vorsprung einholen, ja. Danke. Überaus freundlich. Noch erfreulicher wäre es, wenn mir dieses elende Gestänge irgendjemand mal abnehmen. So, also, vielleicht haben wir nach der Sendung noch Zeit für ein Gespräch, Bernd. Ich würde jetzt die Zeit nutzen für eine Verbesserung des Punktestandes. Welches Gewürz ist scharf und rot, wird aus Hülsenfrüchten gewonnen und wächst in heißen Ländern? Hallo? Scharfe rote Gewürz aus Hülsenfrüchten ist doch ganz klar Chili! Ja! Die Antwort ist richtig! Und damit haben wir einen ganz unanfechtbaren Sieger! Beziehungsweise eine Siegerin! Sie heißt Chili das Schaf! Alles nur Fragen, die dafür sorgen, dass du gewinnst. Was? Nein, das sind viele, viele Fragen aus aller Welt und allen Wissensgebieten. Chili! Okay. Aber ich habe gewonnen. Ja, das war ja auch nicht schwer, Chili. Ist ja gut, aber war vielleicht wirklich nicht ganz so spannend wie ein echtes Quiz. Ich glaube, die Fragen müssen wir vielleicht doch nochmal gemeinsam überarbeiten, was? Ja, ich glaube, da hast du recht, Chili. Und vielleicht weiß dann sogar unser Bernd eine Antwort, was? Sicherlich nicht. Denn ich bin ja ein Sauerteigkastenbrot mit zu kurzen Armen, das keiner hört, ein Spielverderber ist und jetzt eine Gehirnerschütterung hat. Im Bauch sozusagen, denn ich habe ja keinen Kopf. Tschüss! Bernd, nicht den Helm kaputt machen, komm her!